Charlotte und ich, wir kennen uns ja jetzt 9 Jahre. Sie ist mit 10 Jahren hier ans Set gekommen, wirklich noch als Kind, kann man sagen. Und ich vermisse sie total, aber ich freue mich für sie, dass sie jetzt ganz viele tolle Sachen erleben kann. Also sie sagt ja auch, meine zweite Mama, und so fühle ich mich auch manchmal. Dein Vater hat dich nicht verkauft. Wenn du unbedingt jemand hassen willst, dann mich. Johanna erfährt, ja, schlimme Geheimnisse aus ihrer, ja, eigentlich aus ihrer Kindheit und noch davor. Wenn ich abtreiben will, dann schaffe ich das auch. Reicht dir 1 Million nicht? Dafür, dass ich ein Kind von dir austrage und meine Figur ruiniere? Unter 3 Millionen tue ich mir das nicht an. Vergiss es. Ja, Katrin versucht sich eigentlich zu erklären. Als ich dich da im Arm hielt und er dich mitgenommen hat, da habe ich gemerkt, wie sehr ich dich liebe. Ja, es ist natürlich schade für die Serie sowieso, also für gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da fehlt eine Johanna, eine Motte total. Und mir fehlt sie auch, auch als Kollegin und als Freundin. Aber ich weiß ja, sie kommt wieder. Guck mal. Danke für alles. Meine Süße, zeig denen, wo die Bockwurst hängt. Ich hab euch lieb. Wir dich auch. Von ganzem Herzen, Prinzessin. Ich wünsche dir, Charlotte, dass du deine Freiheit sozusagen ein bisschen genießt, dass du dich ausprobierst, dass du Erfahrungen sammelst, dass du tolle Reisen machst, was du davor hast. Das erfordert auch Mut. Du gehst aus deiner Komfortzone raus. Du lernst neue Menschen kennen, neue Umgebungen und vielleicht ja auch im Schauspiel bei dem Workshop. Ich wünsche dir auch ganz viel Spaß, ganz viel Mut. Schmeiß dich rein. Du kannst nichts falsch machen, sondern nur gewinnen. Und ich freue mich natürlich auch schon, bis du wiederkommst. Habt ihr gesehen? Also, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann könnt ihr auch einfach hier klicken, weil da gibt es noch weitere Videos. Oder ihr schaut euch einfach ganze Folgen an, die gibt's hier. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich abonniere einfach.